Jetzt können wir natürlich gerne vom Ergebnis reden, Osnabrück. Wenn ich mir das Spiel insgesamt angucke, waren viele Möglichkeiten da, das auch in unsere Richtung zu bringen. Sogar viel mehr Möglichkeiten als umgekehrt und wir haben es halt nicht genutzt. Und darüber haben wir schon gesprochen, dass das Ergebnis kein gutes ist. Aber Fußball geht dann halt auch schon wieder weiter und so nehmen die Jungs das auch auf. Und ich glaube, wer sie im Training beobachtet, wie sie arbeiten, wie sie mitarbeiten, sollten wir große Möglichkeiten haben, in Düsseldorf erfolgreich zu sein. Jetzt kommt wieder der Gegner dazu, aber ich gehe davon aus, dass noch ein paar Fragen kommen. Ja, Maximilian Bronner fürs Hamburger Abendblatt. Moin, Herr Baumgart, nur kurze Nachfrage. Heuer Fernandes ist erkältet, die anderen nicht erkältet? Nee, die anderen sind nicht erkältet, aber Heuer ist erkältet, hat jetzt 2 Tage Probleme gehabt, hat auch noch ein bisschen Fieber dabei gehabt und deswegen würde ich da relativ schnell auch die Klarheit haben, dass Tom mitfährt, weil Training gehört halt dazu. Und wenn ich darf, Merlin Polzin und Loic Favé haben wir heute vermisst. Sind die beim Lehrgang oder in Frankfurt? Ja, die sind aber morgen wieder da. Die waren aber schon die ganze Woche. Sie haben sie heute vermisst, ich habe sie seit Montag vermisst. Also das ist dann, wenn man immer da ist, dann merkt man, dass die Jungs länger fehlen, nicht nur einen Tag. Florian Gebin für die Mopo. Moin, Herr Baumgart. Sie haben ja schon das eine oder andere Mal, glaube ich, erwähnt, mit Blick auf den Aufstiegskampf, die letzten 10 Spiele sind entscheidend. Jetzt sind wir in der Situation, 10 Spiele sind noch. Wie gehen Sie das an? Rechnen Sie vorher schon mal, ich brauche jetzt noch irgendwie 7, 8 Siege oder denken Sie klassisch von Spiel zu Spiel? Na, ich glaube, das denkt jeder, ne? Also ich kann mir keinen vorstellen, der jetzt sagt, ich brauche jetzt noch, also bis auf die Mannschaft, die vielleicht jetzt etwas weiter vorne weg ist, die dann sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht 7 Punkte Vorsprung, bedeutet, 7 Punkte sind ja nicht 7 Punkte, sondern sind ja 3 Spiele. Der Gegner muss 3 Spiele verlieren und die anderen Mannschaften müssen 3 Spiele gewinnen, um überhaupt ranzukommen. Also das ist ja eher eine Rechnung. Am Ende geht es darum, wir haben noch 30 Punkte zu vergeben. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir eine gute Ausgangsposition haben und dass wir es aus eigener Kraft schaffen können. Natürlich nicht mit so einem Ergebnis wie Wochenende, sondern du musst halt gucken, dass du Spiele gewinnst. Und daran werden wir alles setzen. Aber es wird immer so bleiben bei mir, dass ich dann wirklich von Spiel zu Spiel denke. Weil alles andere, wie soll ich sagen, ich habe vor dem Spiel ja auch viele Nachrichten gekriegt, was passieren würde, wenn. Es ist halt nicht passiert und glauben Sie mir, das ist mir schon öfter leider im Negativen passiert und nicht nur mir. Deswegen, wir haben Düsseldorf am Freitag, da versuchen wir ein gutes Spiel zu machen, besser zu sein als gegen Osnabrück und vor allen Dingen viel besseres Ergebnis zu fahren, was natürlich dann auch nicht einfach wird. Kai-Uwe Hesse für die Bild-Zeitung. Jetzt hatten Sie ja nicht viel Zeit, trotzdem gucken halt alle auf die Ergebnisse, kommt was, kommt nichts. Wie reagieren Sie jetzt so? Wir waren ja sehr, sehr klar, das passt ja wahrscheinlich bei Ihnen auch bei der Pressekonferenz, haben wir auch über Mentalität und so Sachen gesprochen. Denken Sie auch dran, Sachen sportlich nochmal anders auszuprobieren oder ist dafür einfach die Zeit bei 10 Spielen zu kurz und Sie haben ja keine Saisonvorbereitung? Also nochmal, also erstens bleibe ich dabei. Ich habe ja schon mal was zu dem Kader gesagt. Das verändert sich ja nicht, weil wir jetzt verloren haben. Ja, ich glaube, dass viel Qualität in der Mannschaft steckt und das hat sie mehr als einmal bewiesen. Wir müssen sie halt dann auch ergebnisorientiert auf den Platz bringen. Und das ist ja mein Problem. Mein Problem ist nicht die Leistung gegen Osnabrück. Da gibt es viele Sachen, viele Ansätze, die ich aus meiner Sicht gerne besser gesehen habe oder besser gesehen hätte. Das ist dann meine Aufgabe, den Jungs das auch zu zeigen, was meine ich damit, was will ich damit. Und jetzt reden wir nicht von Standardsituationen. Ja, ich bin ja auch jemand, der dann ab und zu trotzdem in die Presse guckt und dann auch lese. Ja, jetzt sind sie auch nonoch in der Defensive schwammig. Und dann denke ich, okay, 3 Torschüsse vom Gegner aufs Tor. Das musst du erstmal anders hinmachen beim Fußballspiel. Also wenn ein Gegner nur 3-mal aufs Tor schießt und davon bereitest du 1 Tor selbst vor mit dem Elfmeter, dann würde ich mal sagen, sind das nicht viele Abschlüsse, die wir zugelassen haben. Trotzdem gibt es viele Momente, gerade in der Offensive, die wir besser machen müssen, um überhaupt gegen solche Gegner Torchancen zu haben. Jetzt kommt mit Düsseldorf eine Mannschaft, die nicht nur sehr gut tief verteidigt, sondern die ein überragendes Umschaltspiel hat. Ist die beste Offensivmannschaft mit 50 Toren. Also da haben wir viele Sachen neu zu machen. Aber die Ausrichtung bleibt dieselbe. Wir wollen vorne hoch anlaufen, wir wollen aggressiv anlaufen und wir wollen aus den möglichen Ballgewinnen natürlich viel mehr Nutzen machen als das, was wir in den letzten beiden Spielen aus meiner Sicht gemacht haben. Maximilian Bronner nochmal fürs Abendblatt. An Ihrem ersten Tag haben Sie hier gesagt, dass Sie gerne auch Doppelspitze spielen lassen. Wie stehen die Chancen, dass Sie das jetzt auch am Freitag schon praktizieren lassen? Oder wo wir jetzt schon beim Thema waren, geht es erstmal darum, Stabilität in die aktuelle Formation zu kriegen? Also nochmal, also bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Also ich glaube, die letzten Ergebnisse sind nicht so, wie sie uns sein sollten. Eigentlich war der Gedankengang, auch gegen Osnabrück mit 2 Spitzen anzulaufen. Und das ist auch vom Anlaufen so gewesen. Also das können wir uns auch gerne angucken. Ja, das war dann so. Ich glaube einfach, dass es für die Jungs dann nicht einfach ist, gerade wenn du
eher aus der Zehnerposition kommst, ja, was bedeutet jetzt mit zwei Spitzen anlaufen? Ja, Bobby war nicht immer in der Position, so wie wir sie haben wollen. Also da gibt es schon viele Ansätze und zwei Spitzen bedeutet ja nicht immer gleich, dass du gleich in der Offensive dann, ich sag mal, die Torchancen hast, sondern du musst halt die Räume besetzen. Und mein Problem gegen Osnabrück war, dass wir die Räume nicht so besetzt hatten, so wie ich mir das gedacht habe. Und das haben die Jungs ja nicht gemacht, weil sie nicht zugehört haben, sondern weil sie einfach helfen wollten. Nur, das ist ja wie so ein, wie soll man sagen, das ist ja wie eine Ziehharmonika. Wenn der eine dahin läuft und der andere nicht, dann hast du halt ein Problem. Und ich glaube, da musst du in die Abläufe kommen. Wir werden wieder gucken, dass wir mit Offensive trumpfen. Kann sein, dass wir mit zwei Sechsern agieren werden. Kann aber auch sein, dass wir mit einem Sechser wieder agieren und dann natürlich auch gucken wollen, dass wir mit zwei oder sogar mit drei vorne ins Anlaufen kommen. Das hängt auch davon ab, was Düsseldorf uns anbietet. Thorsten Vorbau für den NDR. Baumgart, welche Rolle könnte denn Laszlo Benisch in Ihren Plänen spielen, der ja nach der roten Karte wieder spielberechtigt ist und ja, einer der torgefährlichsten Spieler beim HSV ist? Ja, kein Geheimnis draus, er wird auflaufen. Also er wird eine große Rolle spielen, also jetzt nicht nur aus dem Spiel heraus, sondern auch was Standards angeht und damit meine ich auch als Standardschütze. Also sofern er morgen sich gesund meldet und am Freitag auch, können wir nochmal davon ausgehen, dass er von Anfang an auflaufen wird. Ich hoffe, dass er es zum nächsten Spiel auch schafft und nicht gleich die fünfte gelbe Karte danach wieder hat. Das Risiko haben wir, aber wenn alles normal läuft, läuft er von Anfang an auf. Gerne nochmal, Thorsten. Ich würde noch mal gerne wissen, ist denn so ein Spiel für Ihre Mannschaft eventuell leichter, also in Düsseldorf, weil es ein anderes Spiel sein wird als gegen Osnabrück vom Verteidigen, vom Angreifen? Also ich bin mir relativ sicher, dass Düsseldorf eine Mannschaft ist, die schon sehr, sagen wir mal, sehr bedacht ist, erstmal die Defensive zu stärken und sehr tief oft in Spielen agiert. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob wir jetzt kommen oder eine andere Mannschaft. Daniel ist eine Mannschaft, der eine hohe, eine Idee der Disziplin im defensiven Bereich hat und dadurch natürlich auch ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel hat. Gerade wenn wir das Spiel gegen Hannover sehen, beide Tore über Umschaltspiel und dann aus meiner Sicht lange sehr, sehr gut verteidigt. Also ich gehe eher davon aus, dass wir viel Ballbesitz haben werden, dass wir viel in der gegnerischen Hälfte sein werden und das hat mit Heim- oder Auswärtsspiel gar nichts zu tun. Wir müssen halt gerade, weil ich glaube, dass Düsseldorf noch eine höhere Qualität im Umschaltspiel hat als Osnabrück, müssen wir halt höllisch aufpassen und müssen halt klarer werden, wenn wir nach vorne spielen. Und das Spiel erwarte ich und ich würde mich freuen, wenn wir ein besseres Ergebnis fahren. Florian Rübin für die Mopo nochmal. Ja, ich habe noch eine Frage, ein bisschen abseits des Sports. Philipps hat ja gerade schon gesagt, bis zu 10.000 HSV-Fans werden in Düsseldorf dabei sein. Zuletzt gab es ja ein paar Probleme bei den Fans. Sie haben das vielleicht mitbekommen, das Hin und Her zwischen Fans und Polizei. Da ist ein bisschen was vorgefahren. Haben Sie irgendeine Idee, wie man aus diesem Teufelskreis, sage ich mal, rauskommen könnte? Ja, indem man redet. Also ich habe immer das Gefühl, dass man mit Reden am meisten weiterkommt und nicht mit Vorwürfen dem einen oder dem anderen gegenüber. Ich bin mir immer relativ sicher, dass es nicht der eine ist, der was falsch macht und der andere macht alles richtig, sondern ich glaube, wenn man miteinander redet und in die Kommunikation geht und auch versucht, beide Seiten zu verstehen, dann erleichtert vieles den einen oder anderen Prozess. Und deswegen, wenn ich überhaupt was sagen darf, was mir nicht zusteht, dann einfach miteinander reden und auch offen miteinander umgehen. Gibt es noch Fragen? Kai-Uwe Hesse für die Bild. Ist ja Fußball ein Tagesgeschäft und nach einer Niederlage sind die Fragen meistens fast alle negativ. Ne? Ist ja, halt so. Fand ich jetzt nicht, alles gut. Was denn? Was meinen Sie? Fand ich jetzt nicht, also ja, okay. Bisher fand ich Fragen alle nur normal. Okay, rein statistisch ist ja Glatzel der herausragende Stürmer der zweiten Liga. Rein statistisch war er aber auch in den letzten beiden Spielen nicht oft an Torabschlüssen beteiligt. Wie kriegen Sie den besser an den Ball? Ja, das ist eine interessante Frage, weil er war vorher viel am Ball und Sie haben recht, wenn du so einen Stürmer hast, dann musst du ihn natürlich in die torgefährliche Zone kriegen und da habe ich schon das ein oder andere Gefühl auch, so wie Sie, dass er da nicht immer drin ist, aber auch aus dem Grund, dass er viel aus der torgefährlichen Zone rausgegangen ist, um der Mannschaft zu helfen. Ich glaube, wir müssen da hinkommen, dass wir viele gute Jungs haben, die das für ihn machen können, sodass er im zentralen Bereich bleibt. Ich gehe davon aus, dass es gegen Düsseldorf, das ist dann auch wieder die Hoffnung natürlich, schon wieder besser sein wird, dass er viel besser in seine Abschlusssituation kommt. Und wenn es geht, nicht nur über einen Elfmeter, aber Sie haben recht, in den letzten beiden Spielen hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber da sind wir dran und ich hoffe, dass wir mal die richtigen Lösungen dann finden. Was aus meiner Sicht dann viel auch mit der Positionierung
der Jungs drumherum zu tun hatte. Ich sehe zufriedenes Nicken, ich glaube. Bin ich mir noch nicht sicher, aber... ich habe es gesehen. Mal gucken, von wem. Wunderbar, dann haben wir es. Vielen Dank für das Interesse und dann bis morgen.